Was ist die Syntax von Aussagen, Syntax von boolschen Ausdrücken? Ja, ein boolscher Ausdruck kann sein eine einfache Aussage oder ein boolscher Ausdruck kann über Klammern oder kann mit Klammern versehen werden, die ihn umgeben. Der Negationsoperator steht immer vor dem boolschen Ausdruck, der negiert werden soll. Die beiden anderen Operatoren, die Konjunktion und die Disjunktion, die stehen zwischen den Ausdrücken, die konjugiert bzw. disjungiert werden sollen. Hier sind mal gültige Beispiele. Nicht P oder P und Q, P oder Q oder P oder nicht Q oder hier schon etwas komplexere Klammerungen und so weiter.